Scheinbar soll es ein gezielter Schuss gewesen sein. Anschließend war der Täter flüchtig. Wir wissen noch nicht, in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen, ob sie sich kannten, woher, ob sie Geschäftspartner waren. All das ist bis jetzt noch unklar. Auch das Motiv ist noch unklar, warum es zu diesem Mord gekommen sein soll. Um 21.30 Uhr, da hat dann jemand die Polizei verständigt, denn eben dieser Schuss wurde gehört und die Anrainer haben daraufhin die Polizei angerufen. Döbling ist ja ein Nobelbezirk, der 19. Bezirk, wir kennen ihn hier, sind ganz viele Heurigen und auch Grinzing ist ja auch sehr bekannt dafür, dass sich hier wirklich alles tummelt, was Rang und Namen hat und dass hier in diesem Gemeindebau dann dieser Mord passiert, das ist doch sehr, sehr unüblich. In Döbling passiert grundsätzlich nicht sehr viel, so hat man das heute vernommen. Der Täter, der soll scheinbar noch flüchtig sein, er hatte eine Waffe bei sich und da ihm diese Waffe noch nicht abgenommen wurde, geht man davon aus, dass er noch immer bewaffnet ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir halten Sie natürlich diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden, unsere Reporter.